Liebe Schwestern und Brüder, einer der neueren Kommentare überschreibt unseren Abschnitt, den wir eben als Evangelium hörten, mit die Ratlosigkeit des Herodes. Das trifft es eigentlich ganz gut. Er weiß nicht, was er von diesem Mann und von diesen Gerüchten um diesen Jesus halten soll. Es trifft es deshalb ganz gut, weil die Ratlosigkeit des Herodes möglicherweise unsere eigene Ratlosigkeit ist. Wir sind ja inzwischen durch das Säurebad aufklärerischer Ideen oder auch der Aufklärung selber gegangen, mit all dem, was geschrieben wird über die angeblichen Wunder, die man dann zunächst etwa Ende des 19. Jahrhunderts, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts versucht hat, rational zu erklären, also mit irgendwelchen topografischen Gegebenheiten oder die Brotvermehrung kommt deshalb zustande, weil alle dann doch noch drei Krümel in der Tasche haben, die sie so lange teilen, bis dann irgendwie alle satt werden, wo dann 12 Körbe anschließend herkommen, ist zwar ein Rätsel, aber man versucht es immerhin, diesem aufgeklärten Menschenverstand deutlich zu machen. Der Wunsch des Herodes wird erfüllt. Er wird Jesus sehen. Der Evangelist Lukas berichtet es. Pilatus lässt Jesus vor seiner Hinrichtung an Herodes überstellen. Wir sehen dann auch und erfahren, warum dieser Herodes Jesus sehen will. Tu ein Zeichen. Er will sowas Mirakulöses erfahren. Das ist doch mal was Cooles. Das ist nicht wie diese ganze schlüpfrige Umgebung des Herodes, all diese Hoflakaien, die immer nur das Maul aufreißen und nichts zustande kriegen. Das hier ist dann offenbar mal was Richtiges. Jesus gewährt ihm diesen Wunsch nicht, weil dazu ist Jesus nicht da, Zauberstückchen vorzuführen. Das ist auch nicht Wunder. Das sind nicht, wie die neue Einheitsübersetzung sagen wird, Machttaten Jesu und Gottes. Wie steht das mit uns? Mit unserer Ratlosigkeit Jesus gegenüber. Manchmal denke ich, hätten wir wenigstens noch den Wunsch des Herodes, ihn sehen zu wollen, aus welchem Grund auch immer, und sei es dieser etwas verschrobene Wunsch, den Herodes selber hatte. Wollen wir ihn, was wollen wir von ihm? Was wollen wir mit ihm? Halten wir uns an ihn oder haben wir mit all diesem ganzen aufgeklärten Kram ihn selber entsorgt? Wir reden zwar ständig von ihm, wir führen ihm permanent im Mund, aber gibt es eine wirkliche Beziehung, die sich darin ausdrückt, dass wir eine Sehnsucht haben? Das ist die Frage, die uns das Evangelium heute vorlegt. Das ist die Frage, die die Ratlosigkeit eines Herodes provoziert. Und wir sollten keinen Tag leben, wenn wir uns als Christen bezeichnen, dass wir uns diese Frage vorlegen. Man kann die unterschiedlich formulieren, aber wir sollten sie immer mit uns haben. Denn es ist der Motor geistlichen Lebens. Wer ist dieser Jesus? Wer ist er für mich? Aber nicht nur für mich in diesem individualistischen Sinn, sodass dann jeder und jede eine andere Antwort findet. Wer ist dieser Jesus für diese Welt? Was tut er? Denn wenn wir die Antwort finden, die uns die Heilige Schrift anbietet, eine Antwort, die von Gott kommt, dann gibt es nicht Jesus für mich. Dann gibt es Jesus nur als Retter und Erlöser dieser Welt. Und genau unter dieser großen Überschrift oder Klammer können wir all das sehen, wer er wirklich ist. Der Auferstandene, der seine Machttaten und Wunder wirkt bis heute.